Willkommen zurück zu Teil 3 unseres kleinen Anfänger-Tutorials für Zerg Teil 2. Nachdem wir jetzt eben gerade gesehen haben, wie wir im Grunde die ersten Gaseinheiten in unser Spiel implementieren, haben wir auch gleichzeitig im Grunde relativ schnell mitbekommen, dass dadurch, dass wir jetzt zwei Basen saturieren, wir relativ schnell einen Überschuss an Mineralien und an Gas erwirtschaften. Damit wir diesen Überschuss loswerden können, brauchen wir logischerweise mehr Larven. Denn das ist ja die einzige Art und Weise, auf die wir überhaupt irgendwas produzieren können. Wir können natürlich auch ein paar Gebäude schmeißen und dann irgendwie hoffen, dass wir mit Hilfe der Gebäude unsere Ressourcen ein bisschen niedrig halten. Aber das wird nicht endlos gehen. Denn schließlich produziert Zerg letztendlich nur aus einem Gebäude. Und das ist nun mal die Brutstätte. Das heißt also, wenn wir jetzt mehr Ressourcen einfahren, dann verlangt das Spiel einfach nach mehr Larven, um diese Ressourcen auch ausgeben zu können. Und wie bekommen wir mehr Larven? Richtig, eine neue Brutstätte plus Queen plus Injects. Das ist letztendlich die einzige Möglichkeit. Was anderes können wir nicht machen. Dazu ist es jetzt wichtig, das Ressourcenmanagement ein bisschen besser im Griff zu haben. Das heißt also, unseren Blick neben all den ganzen Dingen, die wir sonst auf dem Bildschirm mitverfolgen müssen, nach rechts oben regelmäßig zu richten, wo unsere Ressourcenanzeige steht. Und dann eine Makro-Hatch zu implementieren in das Spiel, wenn die Ressourcen es trotz voller Produktion zulassen. Eine Makro-Hatch bedeutet nichts anderes, als dass wir eine Hatch irgendwo hinsetzen, wo wir sie relativ gut erreichen können, und damit aber kein neues Ressourcenfeld erschließen. Das kann sogar theoretisch so weit führen, dass man im Laufe des Spiels sogar mehrere dieser Makro-Hatches baut. Das heißt also letztendlich eben mehrere Brutstätten besitzt, die einfach nur dafür da sind, die großen Mengen an Ressourcen, die wir erwirtschaften, auch besser ausgeben zu können. Das ist eigentlich alles. Hinzu kommt natürlich auch, dass eine dritte Hatch und eine dritte Queen und ein dritter Inject insgesamt natürlich auch unseren Spielablauf ein bisschen verändert. Denn wir haben uns ja bisher immer fest an die Regel gehalten, ein Inject bedeutet einen Overlord, den wir im Anschluss bauen. Und wenn wir jetzt natürlich drei Injects machen, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir jetzt drei Overlords bauen müssen und nicht mehr zwei, so wie wir das vorher gemacht haben. Achtet besonders, wenn dann eben die dritte Hatch erstmal steht und wir dann auch eine dritte Queen haben, darauf, dass ihr eure Injects regelmäßig setzt in paralleler Reihenfolge. Paralleler Reihenfolge macht keinen Sinn. Achtet auf die Parallelität der Injects. Das heißt also, dass ihr immer dann die Injects auch direkt möglichst schnell hintereinander setzt, dann, wenn sie möglich sind. Und nicht, dass ihr eben erst hier einen Inject setzt, dann könnt ihr 10 Sekunden warten, dann da drüben einsetzen und dann nochmal 10 Sekunden warten und dann an der dritten Hatch einsetzen. Das ist gar nicht gut. Ja, sondern wir sollten immer in der Lage sein, unsere Injects tatsächlich direkt hintereinander abwickeln zu können. Das macht das Management von Injects deutlich einfacher. Ja, wenn ihr zum Beispiel auch mal Injects vergesst oder sowas und das dann halt eben merkt, dann wartet einfach, bis ihr an allen drei Hatches eure Inject setzen könnt, auch wenn dann, wie gesagt, eure Königin ein bisschen Energie ansammelt. Das ist nicht weiter wild. Ne? Aber wichtig ist diese Parallelität der Injects. Und ansonsten gilt nach wie vor unser Mantra, das wir bisher immer runterspielen. Wir injizieren, wir bauen so viele Overlords, wie wir Injects gesetzt haben, wir bauen Arbeiter, so lange, wie wir das noch müssen und unsere Basen nicht saturiert sind, und wir bauen dann noch Units, wenn dafür noch Platz ist. Und wenn dafür kein Platz mehr ist, dann bauen wir halt eben so lange Arbeiter, bis wir eben voll sind und fangen dann an, nur noch Units zu pumpen. Das ist die grobe Idee. Injects, Overlords, Arbeiter, Units. Injects, Overlords, Arbeiter, Units. Immer dieselben Abfolgen. Und daran solltet ihr euch, wie gesagt, auch gewöhnen. Das ist immer das Wichtigste, wenn ihr Spiele dieser Art versucht zu lernen, dass ihr diese immer gleichen Abläufe versucht zu optimieren. Und deswegen kümmern wir uns in dieser Sendung auch eben genau um diese Sachen, weil das immer das ist, was am häufigsten gemacht wird und was dadurch auch am schnellsten sich in euren Ablauf integriert und euch damit dann auch am weitesten bringt. Das ist die Idee. Und jetzt wollen wir doch dementsprechend mal weiter gucken, wie es in-game aussieht. So, jetzt wollen wir also eine Makro-Hatch noch dazu bauen. Gucken wir mal dementsprechend, wie wir das machen. So, wir setzen erstmal wieder hier unseren Rally-Point, beziehungsweise die Hatch auf 4 und dann den Rally-Point hier hin und den Sound machen wir natürlich auch nochmal an. Und dann können wir wieder 4 SDDE bauen, solange bis wir halt unsere Drohne haben. Dauert jetzt mal ein bisschen länger, als das normalerweise müsste, wenn ich jetzt natürlich am Anfang rede. Macht aber nichts. 4SD, 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 ist das nicht schön? 4SD. Wunderbar. Den einen Overlord haben wir hier zur Seite gebaut. 4SD. Aber wir sind schon bei 9, das heißt, wir brauchen jetzt einen Overlord. 4SV, 4SV.
Da ist 9. 4SV, 4SV, 4SV. Da haben wir endlich einen Overlord. Wir können auch schon mal nehmen und schon mal hier rüber schicken. Ist er weg. 4SD, 4SD, solange wir jetzt können. Jetzt können wir erstmal nichts bauen, müssen kurz warten. Das ist halt unvermeidlich. 4SD. Aber solange können wir ruhig die Abfolge machen. Trainiert sich, freut uns nur ein. Und wir hören die schöne Stimme unserer Verwalterin. 4SDD. Und da haben wir jetzt erstmal unsere Sachen. 4SD, 4SD, bis wir hier auf 15 sind. 4SD, 4SD, 4SD. Wie gesagt, das, was wir hier machen, ist nichts, was ihr vielleicht in einem der Foren als Build-Order oder sowas kennenlernt. Das ist ein reines Trainingsprogramm, um das es hier geht, mit dem ihr euch, wie gesagt, die wichtigsten Mechaniken dieses Spiels erst einmal aneignen und antrainieren könnt, damit ihr, wie gesagt, nicht in der Ladder zernichtet werdet. Das ist eigentlich die Idee. 4SD, 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 da haben wir es. Und jetzt haben wir genügend Kohle für einen Brutschleimpool. Also setzen wir den. 4SD, 4SD, bis wir bei 16 sind. 4SD. 4SD. Ja, immer schön diese Reihenfolge. Vielleicht hört er mich jetzt sogar hacken auf meinem Keyboard. Ja, immer einfach schön die Sachen abgehen. So hält man auch die APM oben. So, jetzt brauchen wir wieder einen Overlord. 4SV. 4SV. Und wie ihr seht, kann man, wie gesagt, auf diese Art schon relativ schnell eben auch genügend Mineralien zusammen erwirtschaften, um dann jetzt eben auch gleich bereits eine Hatchery bauen zu können. Habe ich meinen Overlord schon gesehen? Da habe ich einen Missklick gemacht. Seht ihr, so passiert das, dass man eben doch mal schnell einen Doppelklick erwischt, ohne dass man das will. Das war natürlich ärgerlich, denn dadurch geht jetzt natürlich unser ganzes Spiel oder unser ganzer Timing erstmal flöten, aber darauf sollte es ja nicht ankommen. So, achso, ich wollte ja nicht über die Dings bauen. So, dann bauen wir jetzt nochmal das Ding. Und dann wieder 4SD. So, jetzt haben wir hier die neue Hatch. 4 Shift Klick und dann nochmal Steuerung 4 und zack. Ach ja, und den Rally Point hier nicht vergessen. So, 4SD. So, jetzt haben wir auch den Pool hier fertig, also können wir mal eine Queen bauen. 4Q. 4SD. Yep. Und diesmal jetzt, wie gesagt, ein bisschen darauf achten, dass wir hier diesmal den Overlord bauen. Das haben wir im letzten Spiel ein bisschen vergeigt. 4SD, 4SD, 4SD. So. So, 4SD. 4SD. Ja, in der Zwischenzeit haben wir jetzt ja, wie gesagt, sogar schon wieder locker genügend Ressourcen übrig. Also bauen wir mal einen Roachhorn. So, da haben wir jetzt die erste Queen fertig. Wir brauchen auf jeden Fall auch mal einen Overlord. 4SV. Und dann haben wir die erste Queen. Die legen wir auf 3 und dann injizieren wir und schicken die da runter und bauen auch gerade die nächste Königin. So, der Overlord ist schon gesetzt. So, wir haben den Roachhorn gesetzt, also bauen wir jetzt schon mal hier Assimilatoren. Und da auch. Und da unten können wir im Grunde auch gleich anfangen, sobald da unten die ersten Arbeiter sind. So schnell brauchen wir kein Gas. 4SD, DD, da haben wir gerade unsere 4 vergessen. Macht aber nichts. So, da unten ist jetzt schon fertig. Hoppla, da ist sogar ein Worker, den können wir aber gerade mal dann umbauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der da macht, aber wir können ihn mal einsetzen. So, 4SD, DDDD. So, da haben wir jetzt unser erstes Gas fertig, also schicken wir mal Leutchen rein. Das ist einer zu viel. Den nehmen wir wieder zurück. So, 3, Shift, 3, Klick. Und dann Steuerung 3. Und jetzt können wir wieder injecten. 3, V, Klick. Und dann meinetwegen mal mit der Backspace-Methode. Und darauf. So, dann haben wir eben zwei Injects gesetzt. 4SVV. Und dann der Rest DDD für Drohnen. So, jetzt gucken wir auch mal, wie viele Drohnen wir hier haben. Da haben wir noch nicht ganz genug. Und hier unten natürlich noch lange nicht. So, wir sammeln jetzt auch, wie gesagt, schon Gas. Okay, wir brauchen jetzt auch wieder einen Overlord. Ah, die Overlords kommen ja gleich. 4SDDD. Wunderbar. Alles gar kein Problem. So, da sind jetzt auch schon die nächsten Overlords. Ziehen wir die ruhig mal weg. So, jetzt sind unsere Injects fertig. 3V-Klick. Und dann mal hier über die Minimap. 3V-Klick. Wie gesagt, ihr solltet das natürlich nicht so durcheinander machen wie ich, sondern bitte immer schön natürlich gleichmäßig. 4SVV. Immer nur eine Methode machen. Und dann noch ein paar Worker. So, hier oben haben wir jetzt, glaube ich, genug. Deswegen rallyen wir jetzt mal alle Worker darunter. Außerdem haben wir sogar gesehen, wir haben hier oben sogar ein paar zu viel. Genau einen. Und den nehmen wir mal und schicken den jetzt darunter. So, jetzt müssen wir da unten das nur noch voll kriegen. Achso, wir können hier unten jetzt auch schon mal unser weiteres Gas nehmen. Den Extraktor mal bauen. So, da sind unsere Injects fertig. 3V-Klick. Und dann hier drüben 3V-Klick. Dann erstmal wieder zwei Overlords. Und dann erstmal alles andere Drohnen.
So, dann können wir hier drüben ruhig jetzt auch schon mal. Naja, wir haben sowieso schon einen kleinen Gasüberhang, von daher lassen wir es jetzt erstmal dem Gas. Ja, da müsste man, wie man jetzt also sieht, ist das zum Beispiel jetzt noch keine so optimale Methode, wie das hier ausreift. Wir erwirtschaften jetzt teilweise ein Ungleichgewicht an Gas und Mineralien. Das wollen wir im Normalfall ja nicht haben. Aber da kann man dann, wie gesagt, später dran arbeiten. Jetzt geht es erstmal um die grundlegenden Mechaniken. So, unsere Injects sind fertig. 3V-Klick. Und dann hier drüben nochmal 3V-Klick. So, und jetzt haben wir, wie viel haben wir hier drüben? Na, sind wir auch fast voll, aber es reicht noch nicht ganz. Also machen wir erstmal zwei Overlords. Und jetzt gucken wir mal, wie viele brauchen wir hier drüben noch genau? Noch drei Stück. Also 4S und dann 1, 2, 3. Und der Rest sind dann nur noch Rogers. Wunderbar. Und jetzt können wir auch mal anfangen, weil wir jetzt hier mehr Gas abbauen, auch die entsprechende Menge an Leuten hier mal ins Gas zu schicken. Ne? Da sieht man schon die Anzeige. So, und weil wir jetzt auch schon so viele Überressourcen haben, wir machen jetzt erstmal unser Inject. 3V, 3V, upsie, 3V. Und dann setzen wir jetzt auch erstmal wieder unsere Overlords und dann bauen wir auch erstmal unsere Roaches. Aber jetzt haben wir immer noch Kohle übrig und deswegen bauen wir jetzt unsere Makro-Hatch, nämlich hier oben hin. Und weil wir für die Makro-Hatch ja auch noch eine Queen brauchen, bauen wir auch noch eine Queen. So, und ansonsten können wir halt, wie gesagt, hier unten natürlich schön erstmal weiter Roaches bauen. Überhaupt kein Ding. So, wir binden jetzt einfach hier diese Hatch schon mit rein. Also 4, Shift und dann angeklickt. Steuerung 4. So, unsere Sachen sind erstmal fertig. Also injecten wir lieber erstmal. Inject geht immer vor. 3V, 3V. Dann erstmal wieder unsere Overlords, unsere zwei Stück. Und der Rest Roaches. Ne, das geht immer vor. So, und dann können wir hier jetzt halt eben noch unsere Rally-Points setzen. So, wir können ja unseren Rally-Point mal verlegen, damit sich die Roaches nicht alle da drüben setzen. Und falls wir noch Drohnen bauen wollen, wollen wir die natürlich hier drüben haben. Wollen wir im Augenblick nicht, macht aber nichts. So, da ist unsere dritte Queen, also 3, Shift und dann nochmal, ups, 3, Shift und dann nochmal Steuerung 3. Und dann können wir die schon mal hier rüber schicken, weil sie ja da gleich tätig werden muss. So, einen Inject kriegen wir vorher nochmal hin, 3V und dann rutschen wir über die Minimap, 3V. Erstmal unsere zwei Overlords und dann eben dementsprechend der Rest Roaches. Müssen wir, ja, klappt alles noch ganz gut, 129, 132, wunderbar. Wir produzieren immer noch ein ordentliches Gasübergewicht, aber wie gesagt, das soll uns im Augenblick nicht stören. Wir können mal alle Overlords auswählen und die mal hier aus dem Weg ziehen. Na, wir haben ein bisschen Zeit übrig, macht ja nichts. So, da ist jetzt unsere Hatch fertig. Wie gesagt, wir injecten jetzt nicht, sondern wir warten, bis unsere anderen Injects alle fertig sind, damit wir das zeitgleich machen können. Aber wird jetzt natürlich super. Also, 3V-Klick, 3V-Klick und dann noch hier drüben, 3V-Klick. So, jetzt haben wir drei Injects gebaut, also brauchen wir drei Overlords und der Rest Roaches. Ja, und jetzt haben wir sogar schon den kleinen Überhang. Das ist jetzt nämlich gerade im Augenblick nicht ausreicht. Also produzieren wir sogar nochmal einen extra, einfach weil wir es können. So, da vorne sind wieder die Very Easy Protoss KI, die jetzt gerade versucht, uns ein bisschen Stress zu machen, macht aber nichts. So, da kommen jetzt die Overlords. Okay. So, da sind unsere Injects fertig. 3V-Klick, 3V-Klick und hier drüben nochmal 3V-Klick. Dann erstmal wieder unsere Overlords. 1, 2, 3. Und dann R. Und jetzt sind wir sogar tatsächlich an dem Punkt angelangt, wo wir mit Hilfe unserer Dreier-Hatches tatsächlich nicht mehr genügend, also mehr jetzt produzieren könnten an Larven. Wir haben jetzt mehr Larven zur Verfügung stehen, aber wir haben jetzt nicht mehr genügend Ressourcen, um tatsächlich all das Ganze auch so schnell auszugeben, wie wir eigentlich wollen. So, unsere Injects sind fertig. 3V-Klick, 3V-Klick, 3V-Klick. Und dann eben wieder unsere Overlords. Ah, nee, wir brauchen keine Overlords mehr, weil wir haben schon 200. Also 4S und R. Bis die Roaches alle voll sind. Und jetzt sind wir im Grunde auch schon maxed. Wir können es mal übrigens machen. Wir können noch einen Zergling produzieren. Und dann ist unser Supply voll. Und damit haben wir jetzt im Grunde unsere Armee schon aufgebaut. Das ist im Grunde der relativ simple Aufbau. Wir haben gesehen, es ist noch nicht alles optimal. Es gibt tatsächlich eben immer noch ein paar kleine Probleme. So, und jetzt können wir im Grunde nur noch injecten. Aber wir können jetzt nichts mehr bauen, denn wir sind voll. Jetzt können wir nur noch unsere Armee mal nehmen. Indem wir jetzt hier zum Beispiel mal unsere Roaches alle auswählen mit Steuerung und dem Klick. Und dann können wir aber mit A die mal hier rüberlaufen lassen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Aber das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, so präzise gar nicht angucken. Aber wie wir gesehen haben, konnten wir jetzt relativ schnell unsere Armeeeinheiten vollkriegen. Bei ungefähr 13 Minuten haben wir es geschafft. Die Roaches splitten sich jetzt hier schön auf. Wäre auch mal interessant im Grunde zu wissen, wie die KI sich dafür entscheidet, ob die Roaches jetzt linksrum oder rechtsrum laufen. Wie das Pathfinding da funktioniert. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Wir können hier wieder injizieren. 3V, 3V, 3V. Aber ausgeben können wir die Larven im Augenblick nicht. Wir können sie nur sammeln für den Zeitpunkt, in dem eben der Protoss jetzt womöglich unsere Armee vernichten würde oder Einheiten zerstört.
Und dann können wir eben diese zerstörten Einheiten tatsächlich einfach direkt nachproduzieren, weil wir jetzt ja auch nur noch Ressourcen weiter ansammeln, die wir nicht mehr ausgeben können. Ja? Aber das ist hier auch im Grunde schon das ganze Prinzip. Injects, Overlords, Worker, Units. Und eben immer schön darauf achten, dass man hier unten seine drei Reihen voll hat. Wieso habe ich meine drei Reihen hier nicht voll? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wir haben ja vorhin geguckt, aber offenbar haben wir da einen kleinen Fehler. Oder die sind hier nicht alle drin. Ah, da haben wir sogar zu wenig Worker gebaut. Stimmt aber eigentlich. Wir sammeln mit 18 und wir sammeln hier mit 3 und 3. Was ist denn das? Also es stimmt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum er das jetzt hier immer anzeigt. Offenbar sind da immer zu viele Worker im Gas oder so. Aber es ist ulkig, dass er das macht. Also wir haben jetzt hier tatsächlich das Optimum. Wir haben hier 19 sogar dran sitzen und 3. Also sogar einen zu viel. Aber macht ja nichts. Und das ist im Grunde schon das ganze Spiel. Unsere Roaches nehmen hier drüben einfach mal ganz easy peasy die Armee auseinander. Und das war's. So sieht's aus. Das ist Zerg, meine Damen und Herren. Das ist Zerg. Einfach schön langsam spielen und die KI gibt jetzt sogar auf. Und damit soll unser Spiel aber hier auch fertig sein. Das war's, wie gesagt, erst einmal für heute. In der nächsten Sendung schleimen wir die Karte zu. Wir lernen, wie wir Creep verbreiten und wie wir unsere Overlords ein bisschen auffächern wollen. Wir machen es deswegen jetzt, wie gesagt, es gibt vielleicht einige Leute, die jetzt da draußen hocken und sagen, man sollte vielleicht andere Dinge jetzt zuerst lernen. Entschuldigung. Wie zum Beispiel den richtigen Tech jetzt zuerst zu wählen oder auch mal scouten zu gehen. Das ist natürlich eine Frage der Priorität. Ich möchte gerne mit Dingen weitermachen, die tatsächlich regelmäßig gebraucht werden und die wir auch regelmäßig machen müssen. Und Creep Spreading ist vielleicht eine der wesentlichsten Fertigkeiten, die man als Zerg können sollte. Und es ist vor allen Dingen eine der regelmäßigsten Tätigkeiten, der man nachgehen muss. Nämlich genauso regelmäßig wie unsere Injects und wie unsere Overlords. Und alles, was wir regelmäßig machen müssen, prägt sich uns am schnellsten ein. Und deswegen werden wir damit nächstes Mal weitermachen. Ob das direkt nächsten Samstag sein wird, kann ich noch nicht genau sagen. Ich werde versuchen, das nächste Anfänger-Tutorial wieder an einem Samstag stattfinden zu lassen. Ich kann es aber bisher noch nicht versprechen. Vielleicht kommt es früher, vielleicht kommt es später. Wenn aber alles gut geht, werden wir morgen nochmal streamen und dann mit einer kleinen Osterüberraschung. Ich hoffe, ihr freut euch. Bis dahin würde ich sagen, bleibt mir gewogen, bleibt mir erhalten und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.